Und dann steht dann der, ich habe letztens zum Beispiel noch erfahren, einige Eltern haben sich aufgeregt und ich habe das hier irgendwie schön dazu und das sollten die ja vielleicht mal hören. Und nicht so intolerant reagieren, sondern vielleicht mal so die Vorteile abbauen und sagen, okay, er denkt so und das ist auch gut, dass er so denkt. Wie nennt ihr alles denn die türkischen, wie heißt es? Vorstandsmitglieder oder wie das heißt, also das ist nämlich folgendermaßen. Am Tag der offenen Tür kommen die Nicht-Muslime, also vielleicht drei oder fünf Deutsche, ja, oder vielleicht ein bisschen mehr. Und dann ist da dieser Vorbeter. Und der Vorbeter möchte natürlich Fragen beantworten, kann er aber nicht, weil er kein Deutsch kann. Ich nenne doch einfach Deutsch. Dann kannst du doch direkt selbst mit den Menschen sprechen. Und dann ruft er einen Jugendlichen, weil die Älteren, die kommen entweder aus der Türkei und können nicht richtig Deutsch, oder die noch Älteren, die können vielleicht aus gesundheitlichen Gründen einfach nicht mehr. Dann sind das die Jüngeren, ja, die vielleicht keine Ahnung vom Islam haben, weil das vielleicht angehört in der Ahnung von Islam. Dann werden sie berufen, manchmal ist kein Junge da, dann kommt ein Mädchen, so offen, ja, in der Moschee, ja, mit Mio zum Beispiel, kommen Sie mal her, das ist dann die Tochter von einem Vorstandsmitglied, da regen sich die Vorstandsmitglieder auf, Mensch, warum rufst du mal eine 14-, 16-jährige Tochter für so einen deutschen, attraktiven Mann, dass er da mit dem Vorbeter da die Übersetzung macht. Ja. Dann argumentieren diese Vorbeter in der Moschee mit folgendermaßen, die sagen, ja, wenn ihr doch nicht kommt, dann muss ich das machen. Okay. Ja, aber eigentlich, warum lernt er denn nicht selber Deutsch und bringt das bitte selber bei? Und die Freitagspredigten, alle auf Türkisch. Alles ist sehr schön auf Türkisch. Und das, ich finde, das sollte alles auf Deutsch sein. Punkt. Und bei den Galatisten, keine arabischen Moscheen, ist das so, ich habe das in einigen großen Städten gesehen in Deutschland, dass die Freitagspredigten nicht eine halbe Stunde gehen, sondern 10 Minuten. Und dann 10 Minuten das Gleiche auf Deutsch und eventuell auf, also ein, zwei Mal werden die übersetzt. Und dann gehen die hin. Die machen das aber nur, um die Leute zu sich zu holen, oder einige machen das vielleicht auf Pflichtbewusstsein, Verantwortungsbewusstsein. Also es entsteht da einiges. Du machst dir begründet Sorgen. Also ich mache mir auch Sorgen. Jeder, der mit seiner Fisten hier in Kontakt kommt, solange sich deutsche Personen wie Abu Naji aus Berlin, Hassan Dabbagh oder Pia Vogel oder andere Salafisten, das sind so die mir jetzt so einfallen, die eben für diese Organisation hier liest, Koran, ich glaube ja auch selbst an den Koran, ja? Aber ich lege den Koran so niedrig aus, ne? Nicht die Salafisten, dass die sich öffentlich oder im Internet von der IS und von Selbstmordattentaten und all solchen Sachen entfernen und sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Deutschland berufen. Denn ich finde, die sollten halt sagen, alles was, so wie ich halt, alles was grundgesetzwidrig oder grundgesetzfeindlich oder verfassungsfeindlich oder widrig ist, ist auch, da bin ich dagegen, also nach dem Motto. Das sollten die schon sagen, sich davon distanzieren. Und wenn die das nicht machen, ich weiß nicht, was die schon gemacht haben, das sollten wir auf jeden Fall tun. Und zu den Medien nochmal, das habe ich eben angesprochen, es ist vielleicht schön, dass ein, zwei Mal so ein Salafist im Fernsehen auftritt, aber ich finde, es gibt genug von der Medienbürger oder von der Dianet Vertreter, die gut Deutsch können und auch, sage ich mal, die Vertrauen und die Zuversicht auch geben könnten. Dann wäre die Zuversicht und die Vertrauen auch einfach da, aber es wäre nicht im Interesse von anderen Mächten oder von den Medien oder so etwas. Und ganz deutlich möchte ich auch sagen, die Salafisten selbst, es gibt unter den Salafisten selbst, meiner Einschätzung nach, also nach meiner starken Einschätzung nach, Personen, die dort wie bei den NPD zum Beispiel V-Leute, ja, die Agenten sind, mit dem Verfassungsschutz arbeiten. Einige vielleicht, die trotzdem mit der Ideologie des Salafismus sich identifizieren und sagen, Mensch, ich arbeite mit dem Vertrauen zu schaffen, ja, mit dem Verfassungsschutz. Ich finde auch nicht schön, mit dem Verfassungsschutz zu arbeiten. Es geht darum, unsere Verfassung zu schützen. Ja? Und auch bei der Linie Lösch genauso, dass Vorstandsleute deutschlandweit eben für den Verfassungsschutz arbeiten, finde ich auch gut. Sollten die Muslime nicht anregen. Ich habe jetzt die Arbeit an den Verfassungsschutz, das ist eine gute Sache. Und auch bei mir halt auch, sowieso, weil bei mir ist das der sogenannte deutsche Staat und der türkische Staat. Ne? Und da muss der deutsche Staat
hat so ein bisschen, sag ich mal, die Riegel vorschieben und die Toren gleichzeitig öffnen für das Deutschsprechen. Ja. Es ist da sehr viel zu tun, ich glaube, dass man das dann gewusst hat. Ja, und das ist das Einzige, und ich hoffe, dass vielleicht das auch einen Dialog auslöst oder eine Diskussion. Und ich bin gespannt, was das auslöst. Am Ende nochmal: Keiner bitte geht nicht nach Syrien, tötet. Ihr werdet da auf jeden Fall auch jeder, der da hingeht, der müsste da weg. Und die werden dort mit dem Tod auf Rot werden weggehen. Also geht nicht dahin und bleibt hier. Ja, und der Islam hat mit dem, was da passiert, nichts zu tun. Und vielleicht zuerst nochmal ganz kurz, um das zu machen, dass die IS-Leute das machen. Es gibt ja auch so Exkursionen im Internet, Fotografien, die waren ja alle in Fallujah, also bei Iran und Irak, die ganzen IS-Köpfe, die haben sich da getroffen in so einem Gefängnis, von den Amerikanern. Das war nur noch bevor die IS gegründet wurde. Und dort haben die sich so kennengelernt. Und ich weiß nicht, was mit denen gemacht wurde. Mind Control, oder haben die irgendwelche Medikamente bekommen, verseuchen die dort die Luft oder das Grundwasser, was trinken die da? Also die wollen schon richtig verrückt werden, um überhaupt unschuldige Menschen zu töten. Ich höre, die fragen, bist du ein Mystiker? Ja, und die Welt redet um, bist du ein Prophet? Also, du bist ein Mystiker? Bist du umgebracht? Wenn der ein Haus hat und langt Autos und ein Geschäft, ja, der ist ein Unternehmen, ja, das nehmen die einfach weg. Also diese paar Leute, diese paar Militanten und Terroristen, ja, diese IS-Militanten, nehmen das einfach weg, den Typen. Und die Frau wird versklavt, wird verkauft, den meisten Kindern, die Töchter und die Kinder werden versklavt und verkauft. Das ist unheimlich, wenn man sich das mal vorstellt. Also ich persönlich gucke mir diese Horror-Videos und so nicht an. Ich will davon noch abfahren, weil das einfach nicht so schön ist. Und es gibt kursieren halt Fotos im Internet, wo McCain, das war so ein amerikanischer, der hat es im Amerika kandidiert, Senator McCain, dass er zusammen sitzt mit diesem Baghdadi, Abu Bakr al-Baghdadi, diesem Kalifen, sogenannten Kalifen von der IS, und einigen Köpfen von der IS, also Vorstandsmitgliedern von der IS, dass sie da zusammen sind. Und macht die Augen auf, also nach dem Motto, Mensch, hab die gleiche Distanz zu einem Moslem, zu einem Christen, zu einem Juden, ne? Die sind alle Brüder, so sehe ich das. Ja? Und ich schließe selbst alle in mein Herz ein und ich freue mich auch unendlich, wenn ich in dein Herz eingeschlossen werden könnte oder in der Wolf. Ja, so soll es sein. Und auch helfen gegenseitig, also ja, und ich sag's nochmal, also geht nicht dahin und fasst euch doch mal, macht die Augen auf, Muslime, also junge Muslime, weltweit. was macht der Baghdadi mit diesem? Die zwei Flüchtlinge haben mir gestern gesagt, die haben so viel Geld, dass das wahrscheinlich von Amerikanern kommt. Die Amerikaner geben denen die Waffen. Und die verkaufen auch das Öl an die Amerikaner. Ja. Und Putin macht jetzt Druck auf die Türken, weil die Türken das Öl abkaufen. Ja? Mhm. Und ja, das ist viel bisschen mit Verschwörungstheorie dabei. Ja, die Zeitung kam zum Beispiel aus Aleppo. 5 Millionen Stadt, jetzt sind mittlerweile noch 1 Million Menschen. Keine Elektrizität, kein fließendes Wasser. Und noch einmal, ich möchte auch unserer Bundeskanzlerin danken, dass sie eben so eine Position vertreten hat, vielleicht dermaßen andere Meinung zu haben, ja, was in Bezug auf die Flüchtlinge zumindest. Okay, dass sie jetzt uns fest und so reingelassen wurden, im Detail kenne ich mich damit nicht aus, aber zumindest vom Gefühl her, also dass sie da so eben die Flüchtlinge so aufnimmt. Aber ich verstehe auch die Sorgen auf der anderen Seite. Mhm. Also ich sehe immer beide Seiten. Ich stehe jetzt nicht auf einer Seite, auf der anderen Seite. Und ich bin halt froh, dass ich in Deutschland lebe. Und es besteht eine große Terrorgefahr, das will ich schon sagen. Also man muss natürlich trotz der ganzen Liebe und Gucci-Gucci-Gehabe, muss man sagen, es gibt eine Gefahr. Mhm. Und deswegen ist es auch nicht lange, dass man dann einen einfach so radikalisiert, er nimmt eine Bombe. Und ja, ist ja auch bei der Bundeswehr so. Es gibt da diese Roots of Engagement. Ja, wenn ein Kind zum Beispiel, das Frauen Kinder nicht töten, aber wenn jetzt, das macht gar nicht schlecht zum Beispiel, ja, ein Kind kommt mit einem Timer mit einer Bombe oder eine schwangere Frau und die kommt und man sagt, ey, bleib stehen, muss man nicht erst zum Kommandanten oder zum Generalsaum, sondern dann muss man denen
einfach fehlt. Ne? Mhm. Das muss so sein, weil da halt eine unmittelbare Gefahr besteht. Aber gut, das sind nur Einzelheiten. Und trotz dieser ganzen Butchi-Butchi da, sag ich mal, gibt es noch eine Terrorgefahr, dass die Menschen vielleicht an Waffen kommen, Bomben bauen und dann sich in die Luft springen. Und ich möchte die Europameisterschaft erfassen, auch mit Erwähnungen in Frankreich findet hier statt. Okay. Und ich finde das unheimlich schlimm und ich bin auch sehr traurig geworden, dass die Länderspielschutz in Deutschland, also in Europa war, nicht abgefunden hat. Ja. Das finde ich einfach schlimm. Und ich finde, das sollen wir uns auch nicht gefallen lassen. Wir müssen auch irgendwo Zähne zeigen, ja, so als Volk, als Nation, als Land. Und wir sollen uns nicht so, wir sind lieb und nett, wir haben auch Kraft, wir können uns auch wehren. Aber gerade wie auch in diesem einen Hadith, was ich gesagt habe, ist es schwierig, da einfach so alle über den Kamm zu scheren. Wie kann man da entgegenwirken? Ich weiß es nicht. Ja, das ist schwierige Sache. Und wie gesagt, ich hoffe, dass eben, wie gesagt, ein Dialog auslösen kann und dass Leute so direkt von Null treten. Ich bin gespannt auf dein Buch und dass auch eben auch bei uns die Toleranz sich durchsetzt, auch bei den Muslimen, die hierher kommen. Vielen Dank, Jean-Paul. Okay. Und ich habe schon gesagt, mir als deutlich, dass ich keinem politischen Lager angehöre. Ich stehe da, wo es mir gefällt. So, ich war heute im Wahl-O-Mat-Test für Rheinland-Pfalz. Wahl-O-Mat Rheinland-Pfalz, hier auf Zeit online ist das. Maru Dreier oder doch Julia Kürzner. Rheinland-Pfalz wählt die Landesregierung, ja, und Wahl-O-Mat, das wird dann auf allen möglichen Seiten sein, wenn ich mal auf allen möglichen Medienseiten. Ich starte das jetzt einfach mal und dann mal sehen. Ja, los. Das Land soll vorrangig ökologischen Weinbau fördern. Nein. Im oberen Mittelrheintal soll eine Rheinbrücke gebaut werden, auf jeden Fall, da gibt es gute Regeln. Kommunen sollen sozial gestaffelte Gebühren für Kita-Plätze einführen dürfen. Kinder sollen gar nicht auf Kita gehen. Also, neutral, was soll man dann dazu sagen? Rheinland-Pfalz soll die Wärmedämmung fördern. Neutral. Merken immer mehr Menschen, man spürt doch irgendwo überall
an Grenzen, das System ist gar nicht so, dass man sagen kann, man ist frei. Wie war das denn für dich? Warum nennst du dich Freeman? Wo hat das angefangen? Was ist das, der Grund, sich Freeman zu nennen? Ja, hallo erstmal. Hallo. Danke für die Einladung, dass ich das und das wieder versuchen möchte, sehr hochdeutsch. So hochdeutsch wie möglich zu sprechen. Du bist sehr österreichisch, ist auch nett. Der österreichische Dialekt ist sehr schwierig für die Menschen. Ja. Aber die dürfen das so gerne. Ja, was war anders für mich, dass ich diesen frühen Weg gehe? Das System ist auch rund um mich immer enger geworden mit der Zeit. Und das ist jetzt doch 8 Jahre her oder so. Da sind die erste Mal mit der Idee, frühen und allein anfangen zu im Internet. Der Auslöser damals war einfach immer wieder die Beendigung des Systems, dass da wieder mehr Aktiver Telekom, extra Strafzettel auf einer Straße irgendwie gesprochen wird, wo du eher abgreifen wirst, und dann wird es definiert als immer irgendwas extra, und es wird immer schwieriger. Na gut, und dann bin ich über diese Freeman-Erklärung im Internet gestolpert, dass es Menschen gibt, die sagen dem System Ati. Und zwar, die nennen das Freeman on the Land Lawful Rebellion. Die gesetzmäßige Rebellion. Freier Mann auf dem Land? Ja. Was hat das Land damit? Ja, es gibt einen Unterschied, die anderen Menschen spielen ja alle Seerechte. Ja. Ja, also es gibt diese zwei Konzepte, Landrecht, Seerecht. Da müssen wir jetzt extra ausholen und so weiter, was das hier... Haben wir hier auch schon öfter mal gehört, aber vielleicht kommen wir später noch drauf, aber okay. Ich will nicht aus Landliebe wissen. Auf jeden Fall. Also hier kann ich hinweisen und so. Ja. Ich muss die schon lernen, extra. Gehen ist da irgendwie auf dem Weg. Das ist passiert. Krabbeln gehen. Egal. Wir sind Landliebe gewesen. Und dieser Planet funktioniert im Prinzip für alle Teilnehmer so, wenn wir es jetzt einfach ein bisschen spirituell betrachten. Nicht nur juristisch, sondern auch ein bisschen schwingungsmäßig betrachten. Dann ist dieser Planet so angelegt, dass jedes Lebewesen in einer gewissen Freiheit in seinem Wesen sich anfalten kann, zum freien Willen, um die entsprechend Bildung zu machen. Erfahrungen kann ich mit den freien Willen leben, dass er entschieden. Wer was das ist. Wir sind mobile Wesen, mit denen in jedem Moment überlegen, wie geht es weiter. Das unterscheidet uns massiv von allen anderen Lebewesen, die womöglich nicht in der Lage sind, so vorauszuplanen und zurückzudenken. Die Erinnerung und der Plan nach vorne, das unterscheidet uns von anderen massiv von Kindern. Nun gut, der Freeman on the Land, um dort zurückzukommen, erinnert sich daran, dass eigentlich der Planet der Freiheit kein Mittel ist. Man kommt jetzt auch mal ein lebendiges Märchen. Ja. Ein lebendiges Märchen, wo jeder Teilnehmer der eigene Regisseur ist, wie es weitergeht in dem Märchen. Und eigentlich auch ein Planet, der uns wohlgesonnen ist, also die Natur, die uns ja auch, was weiß ich, alles im Überfluss, das heißt der Apfel, Baum, der fragt jetzt nicht, wer bist du denn, und was gibt es mir dafür, wenn ich den anderen? Das haben wir nicht dazu gesagt, das ist alles gratis. Ja, das ist ein lebendiges Märchen, wo alles gratis ist. Du brauchst nicht zu fügen, das Aufregung ist es dein. Geld ist damit der Teilnehmer. Damit dient für sich, für die Teilnehmer, mein Geld. Da ging zwar rum die Währung, was immer das dann ist, vielleicht wert. Mhm. Das hat man extra definiert. Aber Geld, das Lebewesen unter anderem in die Flasche schaffen und die Polizei schicken, wenn man nichts zahlt und der Rechner nichts kommt, das ist komisch. Es funktioniert zwar irgendwie aus dieser Welt, aber es ist komisch, warum wir das tun. Also erstmal ist natürlich Geld schon sinnvoll, weil wenn ich das für eine Ziege zum Mediamarkt gehe und sage, ich will eine Kamera, dann sage ich... Wir haben schon drei. Ja. Also ist das so ein Tauschmittel, also zu sagen, wir kriegen da Zettel für und diese Zettel gibt es jetzt bei Lidl Aufwand, das ist schon nicht schlecht. Das ist eine tolle Idee. Also Geld ist nicht das Problem, aber wenn Geld geschafft wird. Ja, die Mechanismen haben das Problem natürlich. Wenn wir jetzt ein Mittel nehmen, wie zum Beispiel ein Zettel Papier, also schreiben wir drauf, ziehen irgendwas. Und du glaubst daran und ich glaube daran. Dann ist es super. Weil sobald du das hast, kannst du damit tun, was du willst, wann du willst. Und wenn ich es sage, kann ich tun, wann und was ich will. Wir brauchen da das Mittel gegen Schuhe tauschen oder so. Das ist irgendwie praktischer. Ein neutrales Mittel dazwischen. Ich denke, problematisch wird dann, wenn dieses Ding dazwischen anfängt, selbst wert zu sein. Mhm. Das darf nichts wert sein, das wir da tauschen. Mhm. Das darf einfach nichts wert sein. Papier ist ja nichts wert. Wir haben ein Geld, das ist nichts wert, perfekt. Und dann kommt der zweite Problempunkt dazu, dass es eine Schuld ist. Dass es eine versprochene Schuld ist. Würde man alles Geld dieser Welt zusammentragen, dann
wir die zum Mond oder so, die zum Mond zurück. Aber in Wahrheit ist das kein Herz, das ist ein Riesenbesitzer. Da müssen wir mal gucken, wie eigentlich das entstanden ist. Da gab es damals irgendwelche, die haben gesagt, die haben zum Gold, das hat das Gold angefangen, die haben gesagt, okay, wir bewahren das auf, wenn du im, im Krieg ziehst und so, dann fangen die auch deine Sachen auf und dann kriegst du es halt irgendwann wieder und kriegst auch den Zettel. Da oben scheint, oder? So, ja, genau, dann kannst du es dir wieder abholen und dann hat man gesagt, ach, wenn ich schon den Zettel habe, dann kann ich ja, wenn ich da im Krieg bin, kann ich dem auch den Zettel geben und dann kann der jetzt hingehen und sich das Gold holen. Also eigentlich hat das, ist das so mal entstanden oder wie ist denn da das reingekommen, dass es sozusagen, wo ist das Fehler im System? Ja, ich glaube, es ist gar nicht so wichtig zu wissen, wo es herkommt. Wir brauchen eine Ahnung, wie es funktioniert. Es ist eine versprochene Schuld. Vielleicht ist Schuld kein Wert. Und es ist eine versprochene Schuld, die mit einer Extraschuld mit Zins zurückgezahlt werden soll. Also würden wir jetzt alles Geld dieser Welt zusammentragen, dann haben wir vor uns ein riesengroßes Loch. Lauter Schulden. Ja. Würden wir das Geld, was es gibt, tatsächlich jetzt da hineinschmeißen, dann würde das Loch immer noch nicht groß sein, weil wir kriegen sollen. Ja, also wenn jetzt der, sagen wir mal, der Banker hat so erstmal gesagt, ich gebe 10 Leuten 10 Scheine für 10 Taler. Ja. Und die sollen aber in einem Jahr müssen sie 11 zurückgeben. Und wenn wir das feststellen, dann gibt es eigentlich, dann müsste es eigentlich 110 Taler geben, es sind aber nur 100 ausgegeben worden. Also es fehlt tatsächlich das, was der Banker jetzt zurückhaben will, das gibt es gar nicht. Das wurde gar nicht erzeugt. Jetzt wird man die Zuschauer einfach in diesem Falle an das Video Fabian der Goldschmied verweisen. Ja, das klar war. Ja, genau, das einfach sehr ansehen. Das Loch ist nicht voll, weil die Zinsen fehlen. Und dadurch sind wir alle auf der Jagd und auf der Suche nach unseren eigenen Zinsen. In dem Spiel. Das ist der Wettbewerb, das ist die Gesellschaft. Gesellschaft, das ist ja, wenn man ein bisschen schräg hinmacht, in der Sprache hat man das Gesell. Das heißt so ein bisschen wie, mach dich auf den Weg, Gesell hast du drauf. Mach dich auf den Weg, wenn du auf dir hast, Spaß. Alle Menschen machen das. Und hinter kommt es gar nicht, weil es normal ist, dass jeder den Geld noch braucht. Aber Geld ist gar nichts, außer ein Symbol, weil das Symbol ist, für die Sonne, ist Geld ein Symbol für Sommer, liebevoll, eine Beziehung zu was oder wem. Weil, wenn ich krank bin und ich habe zu dir eine Beziehung, dann brauche ich ein Geld. Und wenn ich das habe, dann habe ich auch eine Beziehung in der Familie. Alle machen mit. Perfekt. Und die Frage ist, warum ist das wertvoll? Warum ist das Symbol für Beziehungen so wertvoll? Weil es offensichtlich was kompensiert. Das ist Geld und das, das Schlimme ist, es war noch nie so viel Geld da wie jetzt auf der Welt. Was für ein fatales Symbol für uns alle. Weil wir darin erkennen könnten, dass ja der Wert im Geld darin besteht, dass er die Beziehung, die mir fehlt, kompensiert. Wenn man keine Beziehung hat. Und so viel Geld gibt, bedeutet das, der Mensch hat keine Beziehung. Weil der Wert im Geld ist die Kompensation der Beziehung, die mir fehlt. Jetzt müssen wir zurück auf den Begriff der Freiheit kommen. Also wie ist das entstanden, dass wir jetzt in einem System leben, wo oft durch das Geld im Grunde so viele Zwänge entstanden sind, dass wir irgendwann dann nicht mehr müssen was machen, sondern wir arbeiten den ganzen Tag, wir müssen da bezahlen, dann kommt der kommt. Und irgendwann sage ich, Hilfe, ich habe eigentlich nur noch Stress, ich möchte doch eigentlich nur lesen kriegen. Und ich mit meinen Nachbarn komme ich klar, aber trotzdem überall Druck. Das ist ja auch eine sehr lange Geschichte. Da kommen wir jetzt, wie gesagt, über das Seerecht und über das Firmenrecht, das Vertragsrecht. Ist das auch in Österreich so, dass man sagen kann, das ist im Grunde eine Firma oder wir sind da im Firmenrecht oder was? Ich würde so eine ganz andere Sache. Die Zuhörer kennen diese Geschichte nicht so sehr. Kennen die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven. Nämlich eine ganz frische Perspektive aus dem Geschehen. Lass mal die ganzen Reisepässe weg. Lass mal die ganzen Geburtsurkunden beiseite. Lass mal alle Nationalitäten weg. Reden wir, wenn wir über Vertragsrecht sprechen, oder über dieses Firmenrecht. Wenn man doch einmal über Telefonen anschließt. Was ist das für Telefonen? Die Telefonkasse. Okay. Jeder Mensch auf diesem Planeten, der eine Telefonnummer hat, oder die anrufen kann, oder der uns jetzt anrufen kann, der egal wo der ist, Nordkorea, die Bösen, Nordkorea, selbst die, wenn der eine Telefonnummer hat, dann ist er dabei. So einfach
keine Leitegäste. Du brauchst keine Staaten, keine Regierungen. Du brauchst nicht schauen, wie das da ist, kannst du nicht. Dieses Thema. Was wäre denn, wenn es kein Thema wäre? Würde was anderes sein? Oder würde sich der Mensch mir trotzdem aufregen und sagen, ich möchte nicht regiert werden? Nicht gegen meinen Willen. Mhm. Nicht gegen, ich will vielleicht nicht unbedingt Vernunft sagen, aber nicht gegen das, was für mich Sinn macht. Weil zuallererst möchte ich dazu nur sagen, der Freeman, aus meiner Sicht, der Freeman ist nicht der, der so scheiße voll gesetzt ist. Mhm. Sondern der Freeman ist der, der vielleicht diese eine Frage mehr fragt. Macht das Sinn? Mhm. Erzeuge ich einen Schaden dadurch? Soll ich das wirklich tun? Der ist vielleicht einfach diese Spur reflektierter, indem er sagt, ja, Gesetze sind gut, dass uns alle Regeln einhalten, die Sinn machen. Zum Beispiel, um es jetzt ein bisschen lapidar zu sagen, lass uns prüfen, damit es gut ist. Das ist sinnvoll. Damit alle wissen, was du tust. Aber bitte bring dich nicht, wenn du alleine bist. Das macht keinen Sinn. Aber dann gibt es Polizisten, die sagen, das ist mit Kosten keiner, weil du sagst, du hast dich gepflegt und ich bringe dich raus, hier komm, lass jemand. Und dann muss man sagen, okay, lieber Polizist, was hast du denn verstanden? Ja. Wofür bin ich? Wofür? Damit für mich, ich weiß ja, dass es da drin gibt. Also für mich gewesen, das tue ich für den anderen. Und wenn der andere nicht da ist, ja, man konnte da wieder vergleichen, machst du zu Hause, wenn du allein zu Hause bist, am Klo die Tür zu. Ist für jeder selbst entscheiden. Ja. Ist für jeder selbst entscheiden, aber es wäre eigentlich notwendig, sagen wir so. Die Kultur oder was auch immer, die da so nötig, dass du es tust, nur hinterfrage es. Hinterfrage es. Es gibt so viele Regeln, die machen wirklich Sinn. Aber es gibt offenbar oder mittlerweile viel mehr Regeln, die zu hinterfragen sind. Also es ist durchaus sinnvoll, auch dass die Polizei da ist, wenn bei mir eingebrochen wurde, dass ich dann sage, kurz mal, oder es brennt und dass dann die Feuerwehr kommt. Es ist natürlich blöd, wenn die jetzt sagt, Moment, Sie haben sich doch aus dem System abgemeldet, da kommen wir jetzt nicht mehr zu löschen. Eben. Sagen wir so, wir befinden uns jetzt in einer Zeit, die heißt wahrscheinlich nicht mehr so wie früher entweder oder, sondern es ist berühmt sowohl als auch. Beides parallel. Hier geht es so, dass das System, das wir da kritisieren und analysieren und versuchen irgendwie herzurichten, dieses System liegt im Sterben. Mhm. So einfach ist es. Es ist zu Ende, aber es ist noch nicht ganz zu Ende, es geht ja noch. Und es wehrt sich irgendwie gegen Angriffe, die gar nicht notwendig sind. Weil jemand, der stirbt, den sollte man nicht bespucken. Auf den sollte man nicht hintreten. Man sollte den auch immer beschimpfen. Selbst der schlimmste Feind sollte, wenn jemand stirbt, kommen und sich in Dankbarkeit für die Feindschaft verabschieden und sagen, hey, aber wenn man ein totes Pferd reitet, sollte man auch irgendwann absteigen, sonst hat man irgendwann ein Problem. Wir sollten dieses tote Pferd in Liebe und Dankbarkeit, wirklich in Dankbarkeit, aber gleichzeitig in Verachtung. Das ist ja furchtbar, dass man das verachten, was hier passiert ist, die letzten Jahrtausende oder so. Aber in Dankbarkeit, immerhin hat es uns bis hierher gebracht. Immerhin gibt es die Autobahnen, die Flughäfen, das Stromnetz, WLAN. Also du bist jetzt kein Radikalverweigerer und sagst, das System ist total scheiße, ich will da raus, lass mich in Ruhe. Das System ist doch nicht scheiße, das System ist genial. Das ist ja hochgegangen. Du bist jetzt auch in Auto hochgekommen. Wie kriegst du denn jetzt, wenn du irgendwie angehalten wirst vom Polizisten und der will erstmal deinen Führerschein sehen, hast du noch einen Führerschein oder weiten sie sich aus und dann sagst du, muss ich das jetzt schon selber machen oder nicht? Ja, das ist ganz so polemische Provokanzsprüche. Man sollte das eher, ich habe das früher auch getan, bin aber davon wieder zurückgegangen, weil es immer Konflikte auslöst. Mhm. Wir brauchen denen ja nicht zu sagen, dass sie unter uns oder was auch immer wäre, sondern, oder ich habe mit dir nichts zu tun, ich sage gar nichts. Mhm. Du bist eine Firma und ich nicht oder so. Sondern wir sollten eher versuchen, diese Menschen, die ja auch Menschen sind, die genauso gefangen sind in dem System, informieren, abholen, da wo er steht. Ich habe so einen Führerschein bei mir. Ich habe das in meiner Erfüllung, wir haben das so geschrieben. Ich werde selbstverständlich die Ausweise, die ich so gekriegt habe, weiterhin verwenden. Das ist keine Radikalverweigerung und sagen, Führerschein brauche ich nicht, ich kann fahren und der soll mir nachweisen, dass er Recht hat, meinen Führerschein zu sehen oder wie. Also du ja. Ich hast den Führerschein, hast auch noch Ausweis und Pass? Ich habe ihn in Verwendung, wenn ich ihn bräuchte. Aber das heißt nicht, dass ich es bin oder dass ich mich damit identifiziere, sondern dass ich es wie eine Eintrittskarte, ein Backstage-Ausweis, All Access in den Zeiten. Mhm.
gerne fort. Nicht um mich durchzuschummeln, sondern um ihn abzureagieren. Dass der in den Datentrang, Amtshandlung, dass der mal durchschnaufen kann. Das ist erledigt, alles passt, Kontrolle. Und ich weiß ja, dass ich das nicht bin. Warum will ich vor gar nichts wirken? Er glaubt, ich bin es. Obwohl er das ist vielleicht nicht, dass er mich nur als ich betrachtet, logistisch. Er glaubt, ich bin es. Und dann soll er sich schauen, das, Bild vergleichen, ja, sie sind das. Und dann kann ich sagen, so, fertig. Was hätten Sie getan, hätte ich gesagt, ich brauche keinen Ausweis. Es ist an immerhin bewaffnet. Mhm. Und da kann man mit denen ins Gespräch kommen. Weil sie sind ja Dienstleister, stimmt das? Jetzt ja, Sie arbeiten bei einem Unternehmen. Sie sind ja nur Beamter. Wie machen Sie das? Ist das in Österreich auch so? Also warum kann man ja sagen, man ist Firmen, eingetragene Firmen, man kann in Firmen, Datenbanken auch gucken, ja. DNB, Dan und Pranstedt und anderen, Bundesregierungen. Ja, genau, Unternehmen. Nicht Firmen. Okay. Unternehmen. Die Firmen werden den Unterschied, der Name des Unternehmens. Aber das Unternehmen ist das gestaltende Tool. Mhm. Ja, das machen die. Aber ich frage mich, im Gegenzug, was wäre denn der Unterschied, wenn so ein Polizist schon am Dienstausweis tatsächlich morgen einen Amtsausweis aussieht. So drucken Sie das. Halt noch. Mhm. In der Bundesdruckerei steht das einmal drauf, Amtsausweise, die Bevölkerung und die Amtsausweise sehen. Was machen wir da? Ich denke, es geht ja nur darum, es geht ja den meisten, die sich damit beschäftigen, nicht darum, dass sie jetzt gegen Gesetze verstößen wollen und besoffen Auto fahren und bei Rot über die Kreuzung fahren wollen. Ich glaube, die meisten wollen ja auch so, dass jemand beschädigt wird und sich vernünftig verhalten und in Ruhe haben. Wie sich, genau. Und wir haben das den Eindruck, dass wir immer mehr drangsaliert werden. Das heißt, während irgendwie die großen Verbrecher irgendwie Millionen und Milliarden irgendwo verbraten und dann da nicht für Karte stehen müssen, wirst du wegen 20 Kilometer zu schnell nachts um 4 wirst du geblitzt und musst zahlen oder sind Punkte, irgendwann wollen sie deinen Führerschein haben. Mhm. Und eigentlich sagst du, ich kann gut fahren, ich kann sicher fahren, ich fahre eigenverantwortlich, ich weiß, ich fahre seit 433 Jahren, gut und sicher und unfall. Also, so ist es sicher. Naja, so, man sieht es wirklich anders. Aber das ist doch die Situation, das Finanzamt will auf einmal dann irgendwie schätzen und will ganz viel Geld haben. Das sind ja die Sachen, wo wir das eigentlich auch das Gefühl haben, das System ist teilweise um 20 gesonnen, es werden Kinder weggenommen. Das ist ja noch viel schlimmer, als wenn das Geld oder das Haus weggenommen wird, aber wenn die eigenen Kinder weggenommen werden. Das heißt, wir haben ein System, und wir haben Sorgen, dass es Willkür gegen uns ausübt. Das wollen wir nicht. Wir wollen im Frieden leben, wie gesagt. Also das ist das Frieden, dass er sagt, ich lege mich zwar nicht mit allem an, aber wenn es wirklich haarig wird, dann frage ich, was ist die letzte Grundlage oder wie? Naja, der Frieden ist der, der eigentlich schon zurückgeht und sagt, was wäre, wenn nicht geschieden stünde? Wie wäre es? Gibt es eine Lösung in mir, die das Ganze auf einer Ebene lösen könnte, die man menschlich nimmt? Mhm. Warum brauchen wir Papier? Wofür Papier? Die Freunde müssen einfach mal stehen bleiben. Lass mal die Freunde stehen und schreiben mal ein Papier. Mit dem ich rede. Das wäre in der Mitte unseres Seins, im Herzen, die Stimme, die wir nennen, höheres Wissen, Gewissen, Gewissen. Das weiß jeder. Jeder weiß, was gut wäre. Und es gibt also Schnittlinge zwischen uns Menschen, die kann man erkennen, dass jeder Mensch, der traurig ist, möchte, dass das aufhört. Mhm. Kein Mensch ist gern traurig. Mhm. Und wenn er nicht selber traurig ist, dann ist jemand in der Mitte traurig, dass er nicht aufhört. Das ist also das Empathische Wissen. Mhm. Wenn das für uns, wenn die Sache den anderen nicht gesagt hat, ist das wunderbar. Uns hat immer eingeredet, dass der Mensch böse sei. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass der Mensch böse sei. Er wird vollkommen traurig. Er kann sehr böse sein. Und jeder hat eine mehr Energie in sich, die kennt ihr wahrscheinlich nicht. Mhm. Da wird man nicht mitbilden. Aber wir brauchen das nicht aufzurufen. Man kommt ja dann Bogenspannen kurz im Kopf, um zu analysieren, wo wäre denn der Teufel? Das Wort, das Böse. Mhm. Die dunkle Mitte. Das Schlimme, das. Mhm. Wo ist das? Weil, wenn diese eine Schöpfung so konstruiert ist, dass diese Schöpfer, die man jetzt benennen und sehen, überall hier gekommen ist. Also ausschließend gesagt, nirgends nicht sein kann. Mhm. Wo ist Platz für den Teufel? Mhm. Wie ist der Platz? Fällt sich gar nicht auf. Es ist kein Platz für das Böse.
nicht in diese Schöpfung. Allerdings gibt es das Gute. Also wo ist es? Jetzt kann ich drauf kommen, es gibt einen Platz. Und der eine Platz, das ist mein Gedanke. Mein eigener Gedanke ist in der Lage, gegen die Schöpfung zu verfolgen. Das ist der einzige Platz in der Welt. Das ist in uns. Und da draußen, das Böse ist nicht da draußen. Das ist da drinnen. Das ist irgendwo da drinnen. Und das gehört einfach beherrscht. Finde es, finde das Böse in dir, das gehört zu. Und sagt, netter Versuch, aber du bist jetzt für 13.000 Jahre Sterne, die jetzt deutlich hat, weg. Ich bin gut. Und ich bin richtig. Ich weiß genau, dass ich richtig bin, beziehungsweise recht. Mhm. Ich bin okay, so wie ich bin. Wie funktioniert das? Jetzt schaut die Lunge auf den Flur, ist der Ort, alles. Das ist gesund. Aber für die Aufsicht, ich bin nicht die Schöpfung, die Kleinen waren, die Blumen drehen und die Vogel sitzen. Das ist super. Die Wörter und die Planet, wunderbar. Warum soll ich sehen? Dieser Planet ist ein Planet, das muss es. Die Kinder machen es uns vor. Wenn ich zum Glück ist, liegt jedes Tier irgendwo auf seiner faulen Haut und genießt es Leben. Und da fühlen wir uns dann auch gleich ganz schuldig und sagen, wir müssen ja eigentlich mal was verdienen, zum Glück Geld verlieren, Geld als Existenz. Ja, das ist ja, wir sind ja ständig auf der Suche nach Tiefen. Der Weg wird bringt uns zu den Tiefen, Tiefen und Schulden. Genau, wir müssen eigentlich dauernd schon abschalten. Wir sind auf den Nachhinein. Ja, wir kommen das vergleichen mit dem Löwen und mit der Antilope. Der Löwe ist der König der Tiere. Und der Schloss fliegen ruhig 50 Meter mit der Antilope. Die Antilope frisst zählen ruhig ihr Kopf. Ja, mir geht's gut, ihr geht's gut. Mhm. Die sind nicht so feindlich, die muss natürlich auch in der Ghetto liegen. Mhm. Aber irgendwann wird er munter und wird er hungern. Dann soll es besser weggehen. Und dann wird es spannend. Mhm. Weil ab dem Moment ändert sich das Spiel. Und der Löwe ist nicht mehr in sich ruhen, sondern er ist auf der Jagd. Und er ist auf der Lauer und er möchte gerne nicht spielen. Ja. Und das Spiel hat eben Fangen. Der Planet ist ein empfangendes Prinzip. Du kannst mit ihm auch einen Ball Fangen spielen. Fangen. Okay. Das zieht aus. Und der liegt noch und andere ist zwei schneller. Und die sind nicht gut. Und wer hält für ihn? Die sind unentscheidend. Mhm. Das machen alle gleich. Und wer die Antilope hat, kann wohl stehen. Und wer aus dem Geist hat, wer die Antilope, der Antilope ist. Und das dann. Jeder Vogel und Paradies. Das ist nicht die ganze Zeit der Weg zu dir. Ja. Und wir durch diese Zielsetzung, die ganze Zeit in der Welt. Du siehst, wir sind jetzt auf Autobahn hochfahren. Jeder einzelne Bewegung, Autofahrer, ist wahrscheinlich, oder sagen wir schon mit 98%, auf der Jagd nach oder von Geld. Mhm. Nicht zu seiner Familie. Liebe. Das ist sehr schön eigentlich, wenn die meisten unterwegs wären, um Urlaub zu machen und die Liebe zu suchen oder zu finden. Oder auf dem Allianz Stress. Ja. Und es ist so multi, wir sind so auf verschiedene Bahnen aufgeteilt. Ganz rechts an die schweren Luftboot. Die langsamen, die vielen Pferde, 1000 PS. Ganz sich die plagen sich. Das ist die normale Gesellschaft, was ist da die Unterschied. Mhm. Das ist da, was richtig schwer ist, wo es so anstrengend ist. Und das ist anstrengend. In der Mitte, die Mittelschicht, das ist die, wo so 130, da werden sie alle brav und die Geschwindigkeitsbeschränkung werden. Ja. Und dann ist die Elitenschicht. Die Links, die fangen mit 280 vor. Alle egal. Ja. Genau. Das ist die, und da kommen immer weniger. Es kommen immer weniger. Die meisten sagen mehr oder weniger entweder ganz rechts oder in der Mitte natürlich. Nach links ist es fast immer wahrnehmbar, dass irgendwie so die Superkranken, die mit dem Geld zum Schüler. Das hat sich irgendwie bündelt sich aus. Das handelt sich im Wert dieser rechten Spur. Nur um es jetzt doch anders zu vergleichen. Ja. Ich gehe mir da nicht so weit rein. Das System ist für mich am Ende, so wie es aussieht. Das ist bankrott. Das kann man noch lesen, Rechtsbankrott, was das bedeutet. Das ist dann, was Jünger an der Spitze sind, wenn der Presser zur Rechtsaufsicht gemacht werden und fälscher Protokollanten sind. Das kann man alles beobachten, das heißt. Und dann gibt es eine Lösung, die heißt Besserung. Im Wörterbuch, wie gesagt, ist dann, wenn man zurückgeht zur Wahrheit und Freiheit. Mhm. Und da steht der Frieden. Der Frieden distanziert sich von allem geschriebenen positiven Recht, was keinen Sinn macht. Nicht alles, und so wir vielleicht noch alle reden, müssen. Sonst ganz rund und drüber. Aber das ist Quatsch, dass ich jetzt bei meinen Nachbarn, wenn jetzt da irgendwie mein Baum, mein Kirschbaum so ein bisschen 5 cm beim Nachbarn über den Zaun wächst, dass der mich dann gleich verklagt und sagt, hier nicht aus und abschneiden. Da frage ich mich dann. Das ist Kindergarten. Ja. Das ist aber du machst nichts mehr, mach ich heute. Ich weiß. Und ich sollte mir einfach die Bedeutung aufmachen. Wir sollten ja nicht darüber diskutieren, meine Straße, deine Straße. Hm.
dass ob ich jetzt als Grüne auf der Servicestraße fahren werde wie der normale Bürger. Das ist viel zu polemisch und heute nicht davon unter, was es wirklich geht. Es geht darum, dass wir versuchen, ein totales Spiel zu beenden. Aber nicht zu beenden, dass auf alle Chaos und drüber geht. Aber auch nicht mit Gewalt und mit sagen, wir müssen das bekämpfen. Nein. Sondern es fällt eh zusammen, da braucht man nicht noch volles Feuer oder so. Okay, das Feuer. Lass uns vorbereiten, lass uns ein bisschen vorausblicken und in weiser Voraussicht einmal schauen, wo sind wir überhaupt. Normale Positionsfeststellung. Wo befinden wir uns? Wir befinden uns in einem fiktiven System. Alles recht. Also jeder Titel, der gilt, jeder Ausweis, jede Urkunde, jeder Bescheid, jede Notiz. Das ist alles nur fiktiv. Okay. Ist ja logisch, weil das wächst nicht auf den Planeten. Das muss man sich ausbieten. Und was doch fiktiv ist, wird von den Menschen für so echt gehalten, dass man sogar dafür in den Zelten kommt. Die machen das. Mhm. Oder den Eisbären. Mhm. Das ist nicht erlaubt. Kein Mensch darf den anderen Menschen einsperren. Ja. Du müsstest normalerweise sagen, egal was er macht, das ist schwierig. Aber da muss man sich dann sagen, okay, dann tu es halt nicht voll die Luft. Dann rechnen wir damit, was diese Menschen, denen du etwas angetan hast, was sie dir irgendwie zusammentun und die an dir schadlos werden zu sagen. Tu es halt einfach nicht. Mhm. Weil ich nicht machen hast. Wenn du mir voraus, dass du dann auf die Luft nimmst, dass du sie auf die Luft nimmst. Nach der idealen Welt, da bräuchten wir eben gar keine Gesetze, weil jeder sich so verhalten würde, dass kein analytischer Staat geschädigt wird. Aber wir erleben es halt, bei mir wurde eingebrochen, ist das jetzt ein böser, dunkler Anteil von mir, der sowas von Anfang an gesagt, wo ist das Böse, gibt es eigentlich nicht. Ist das eigentlich nur, ich kann jetzt nur irgendwie suchen, habe ich den Eindruck sozusagen jetzt durch irgendeinen Gedanken eingeladen oder habe ich früher vielleicht, gut, ich war, als ich jünger war, habe ich auch mal irgendwo ins Portemonnaie eingegriffen. Also ich glaube, das hat jeder noch irgendwie durchgespielt, dann irgendwie auch selber gemerkt, vor allem, wenn es rauskommt, das ist peinlich, also das will ich eigentlich nicht. Was ist der Einbrecher für dich oder warum gibt es hier in dieser Welt und wie geht es Frieden? Naja, da reden wir nur über Symptome. Wir reden über Symptome. Nein, wir können nicht nachvollziehen, warum die Menschen die Filme spielen im Kopf, die sie spielen. Jeder hat seine Geschichte, jeder hat seine einfach schlechte Kindheit irgendwie, jeder hat schwer gehabt und jeder hat es immer schwer. Eben aus der Jagd nach Zinsen und Ruhm und Anerkennung und Liebe und so weiter. Die Menschen haben es schwer. Hätten wir uns anders verhalten zueinander, früher schon, dann hätten wir heute über diesen Frieden. Das ist ein Ergebnis von früher. Lass uns zurückschauen, wir haben uns natürlich die 10 Gebote. Die Gebote sind eigentlich keine 10 Gebote, sondern sind eigentlich 10 Verbrechen. Mhm. Und da werden 10 Verbrechen definiert. Ja. Und dann sagst du, sollst da wie Rena. Du sollst nicht, aber. Warum? Warum muss ich ein Verbrechen kennenlernen, bevor ich das kenne? Ich lehne doch gar nicht dran. Wenn man natürlich sagt, du sollst nicht stehlen, dann müssen wir normalerweise trauen, dann wollte ich nicht stehlen. Was meinst du damit? Ich hätte niemals dran. Wie kommst du auf das? Das hätte passieren müssen. Ah, danke, das muss ich jetzt wissen. Das ist einfach der falsche Zugang. Ich bin der Meinung, man hätte uns oder wir sollten unseren Kindern vielleicht andere Regeln beibringen. Diese eine Regel hat es erst einmal bekommen auf diesem wunderschönen Planeten. Es ist alles gratis, es ist alles automatisch, du brauchst dir nichts können, aber wir nehmen einander nicht weg. Was bedeutet das? Wir müssen definieren, was könnte man alles erkennen. Wir können einander Dinge erkennen. Das ist ja nicht los. Das kann man nicht. Wir nehmen einander nicht weg, das habe ich schon. Aber dann können wir mehr erkennen. Wir könnten einander auch zum Beispiel die Gesundheit nehmen. Das darf man nicht. Wir könnten einander Freunde nehmen. Das darf man nicht. Wir könnten einander die Wahrheit nehmen. Das darf man nicht. Also überall, wo du etwas nimmst, das machst du einfach nicht. So einfach ist das. Mhm. Viel Spaß. Let's do it. Und das haben alle eins. Ja. Jeder ist aus seiner Mitte heraus betrachtet, wie auch der Mittelpunkt, um den es geht. Für dich geht es um ihn und für mich geht es um ihn. Und du sagst zu dir, ich, wir sagen zu mir auch ich, hochdeutsch. Das haben wir genau das Gleiche. Nur eine andere Perspektive. Und was willst du, vielleicht nur andere Frequenz. Befasst ihr euch, oder du, mir, das ist ja eine Bewegung, auch damit, was passiert bei der Geburt? Da wird ja gesagt, da wird quasi durch die Geburtsurkunde, wird
Symptomen erschaffen. Das heißt, es wird nachher etwas von, was ich gar nicht bin, ein Papier erschaffen, ob das auch gehandelt wird. Das hast du nicht so auch mit? Ja, natürlich. Die Frage, die für mich im Raum steht, ist, der Mensch ist so definiert juristisch, dass er mit Verstand und Sprache und Gedacht ist, ein Lebewesen darstellt, und zwar von der Geburt bis zum Tod. Von der Vollendung der Geburt. Was ist die Geburt? Das ist die Frage, was meinen wir damit, wenn wir von der Geburt sprechen? Ist die Geburt der Moment, wo die Nabelschnur durchtrennt wird? Oder ist die Geburt viel eher vielleicht der Moment, wo die Geburtsurkunde ausgehändigt wird? Was ist die Geburt? Es ist immerhin verboten, ein Kind in der Geburt zu töten. Was sehr interessant ist, es ist nicht definitiv, wie lange das dauert. Wir wissen sehr wohl, wann die Geburt beginnt, juristisch, das steht da drinnen, aber wir wissen nicht, wann sie aufhört. Es ist nicht so, wann sie beendet ist, dann ist der Mensch. Und die Rechtsfehler. Ich denke, die Geburt ist was Juristisches, das andere müsste der heißen Gebärung. Die Gebärung. Das ist das natürliche Prinzip. Und das juristische, die Teilnahmebeschränkung am Spiel, die Welt, ist die Geburtsurkunde, die Registrierung. Und dazu möchte ich noch sagen, ich habe hier zwei Bücher mitgebracht. Zeige ich kurz, ja, irgendwann habe ich ja. Ja, das ist vielleicht nochmal, also das heißt, wir müssen, gehen wir auf die Kamera von innen und hältst hier den Kopf so an. Das juristische Wörterbuch, Gerhard Fügler, das ist übrigens dieses Blau wie Facebook. Facebook, so ist die Hälfte und sagen, du musst das Buch anfangen, Facebook. Das ist das österreichische oder österreichische? Das sind die Definitionen der deutschen Worte im Rechtssystem. Zum Beispiel muss man das so verstehen, das Wort Straße hat für uns eine ganz bestimmte Bedeutung. Autofahren, Blinken, Ampel und so weiter. Würden wir mit dem Auto jetzt ins Casino fahren und wir sitzen zum Pokertisch, wird das Wort Straße ganz anders bedeuten. Und wir reden hier von einem Casino in der Welt. Das Spiel, die Handlung, das Bewerb. Das ist ein Spielcasino. Und daher müssen wir die Straße im Casino lernen. Was ist eine Straße im Casino? Und diese Bedeutung ist hängen durch. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, wenn ich das lese, verknotet sich mir das Gehör. Also, seht ihr das nicht auch so, dass ihr wollt, dass ihr. Nein, zuerst schon, aber mit der Zeit gehen die Knöpfe auf. Dann steht erst zwischen den Zeilen die ganze Lösung. Das ist nichts anderes wie die Spielanleitung, dieses Buch. Okay. Das ist nicht die Spielanleitung. Eine Spielbeschreibung von Mechanismen und Formulierungen im Spiel. Was ist das, mit dem gemeinsam gegen das? Da steht sogar, da steht drinnen, dass Wucher zum Beispiel wird mit 3 Jahren Gefängnis bedroht. Das steht im juristischen Wörterbuch. Da braucht man Gesetz lesen. Ja. Und das andere Buch, das ist was noch wichtiger, weil es davor kommt, das ist der Codex Juris Canonici. Das kanonische Kirchenwelt. Dort stehen die anderen Sachen alle. Und jetzt komme ich zu dem, warum ich diese beiden Bücher mitgebracht habe, was du überhaupt gefragt hast, Geburt und so weiter. Ich bin nur ein Schlussteil da hinten, oder weiter heraus, indem ich versuche zu erklären, aus meiner Sicht diese Welt so funktioniert, dass ein Spiel, das Spiel von einer Menge, der Mensch ist, die Verkörperung der Wiedergeburt in Christus. Alles natürliche Geschenk im Namen des Vaters. Ich denke, das ist hier, okay. Das stimmt nicht. Was hast du gemacht? Mein Vater heißt so, meine Familie heißt so. Könnte der Name des Vaters sein? Ja. Bei mir ist es Kreisler, ist der Name des Vaters. Und die Telefonbücher sind genau alphabetisch nach Namen der Väter. So, das sind auch so Namen. Und er ist dann verheiratet worden, ist der Vater der Mutter. Ja. Das ist immer der Vater. Also wir können sagen, wenn wir unterschreiben, dann unterschreiben wir im Namen des Vaters. Die ganze Welt macht das. Außer der Moslem unterschreibt im Namen des Vaters. Er weiß es nicht. Er beginnt im Namen des Vaters Religionsfreiheit. Und genießt seinen Glauben und sagt Allah. Und macht genau das gleiche wie wir, wenn man so ein Mandi tut. Oder so. Ja. Also das ist so tief, wir lösen hier die ganze Welt auf. Ich habe meiner Freundin versprochen, ich liebe die Welt zu füßen. Und ich bin fast fertig. Der Mann ist fast besiegt. Also für dich, die beiden Bücher, die jetzt man jetzt. Diese beiden Bücher sind Leute. Sind der Ausgang.
zu Befreiung. Aus meiner Befreiung, dass du wirklich das Frieden bist, weil du sagst, dann musst du verstehen. Ja. Um zu verstehen, was wir hier spielen. Es geht nicht darum, etwas zu bekämpfen. Mhm. Es geht darum, nur zu verstehen, gegen welche Lebensmittel du hier angriffst, indem du gleichzeitig erkennst, dass die Liebe reingeht. Der Freeman reduziert sich auf den Mittelpunkt in sich selbst. Man könnte sagen, Freeman ist Aufsetzung. Ich habe das auch schon erwähnt irgendwo. Freeman ist die Aufsetzung dafür, so wie ADAC ist Aufsetzung. Freeman fragt ruhig einfach einmal mehr als nach. Okay. Wenn du im Kopf eine Frage trägst, die zum Beispiel heißt, kann es stimmen? Ist es schlüssig? Was ist zusammen? Das stimmt doch nicht. Das passt doch hinter dem zusammen, dass hier die Regierung präsentiert an welcher Stoppversuchen und so weiter. Du musst ein bisschen entwickeln und sagen, okay, ich bin erwachsen, ich habe Wahlrecht, ich fahre mein Auto, ich habe Kinder. Die einzige Hinderung an dem, dass sie was hindern ist, meine Passivität. Das ist heute, die Vertreter, die Regierungsteilnehmer ändern irgendwas. Aber die Lösung kann nicht aus dem Politischen kommen, weil würden wir weitergehen, es ist zuerst einmal die Republik, dahinter gibt es vielleicht dann die EU, dahinter gibt es dann ja auch die UNO. Mhm. Das spielt alle UNO auf dem Gelände. Ja. Ja. Die UNO ist die Organisation der selbst United Nations. Das ist in meiner Sicht eine schwere Dimension. Weil alle die Mitmachen irgendwie interessant. Ja, das ist ja ein völliger Schwachsinn, was die spielen. Ja. Ja, also wie das UNO funktioniert. Die Tatsache, dass im österreichischen Staatsvertrag in Artikel 3 ein deutscher Grundvertrag gegeben ist. Mhm. Und diesen deutschen Grundvertrag ist bis heute nicht gibt. Mhm. Lass mich schließen, dass der österreichische Staatsvertrag ja gar nicht erfüllt ist. Okay. Hier gibt es keinen Grundvertrag. Und da ist der Staatsvertrag oder ein Artikel 3, das steht drin, deutscher Grundvertrag. Der ganze Vertrag ist eigentlich der Grundvertrag, das ist vor 70 Jahren schon, der letzte gar nicht mehr. Und die UNO, ich habe das irgendwann erklärt, die UNO müsste sich auflösen, wenn dieser Grundvertrag ist. Also das heißt, da ist okay. Jetzt ist die Frage, ist es möglich? Ist es möglich, dass die UNO auflöst? Sie sagen nicht. Aus jetziger Sicht wird sich die UNO niemals selber auflösen. Mhm. Und da wird niemals ein deutscher Grundvertrag geben. Niemals. Weil das einfach viel zu verstrickt ist, wenn die UNO wird das auch nicht auflösen. Du brauchst in diese Richtung niemals einfach so etwas. Und das geht nicht, du kannst bei der UNO keinen Frieden erzeugen. Mhm. Nicht in dieses Spiel. Das kannst du nicht umsagen. Also wenn wir gehen weg von der UNO, dann gehen wir weg von der EU, dann gehen wir weg von der EU, dann gehen wir weg von dort, dann gehen wir weg von der EU. Da ist die Lösung. Wenn draußen die Lösung nicht ist, dann ist sie wahrscheinlich da drin. Jeder Mensch sollte versuchen, in seinem Kopf und in seinem Herz einen Schluss zu suchen, der bedeutet, wir wechseln das System, jeder Einzelne, mhm. aus einem System, da war alles verboten, außer man hat es nicht erlaubt. Mhm. In einem System, da ist alles erlaubt, außer du tust es nicht. Mhm. Das ist so ist der Planet angelegt. Es ist alles erlaubt, außer du tust es nicht. Der Freeman ist im Grunde derjenige, der sich befreit von allen äußeren Zwängen. Und es ist nicht jetzt, dass du sagst, ich habe jetzt irgendwie einen Ausweis oder irgendeinen Schein und damit wähle ich dann, wenn die Polizei mich anhält, sondern es ist ein innerer Vorgang. Du bist frei nicht, weil dir irgendjemand sagt, na gut, ich lasse dich frei, sondern weil du sagst, Moment mal, aufgrund dessen Gesetzes fordern sie jetzt von mir dies und jenes. Also du fragst und dadurch, du wirst frei durch einen inneren Prozess, weil du dich damit befasst. Und frei sein bedeutet eben nichts Äußeres, sondern es ist eine innere Form. Ja, das steht ja so geschrieben im Wörterbuch. Es steht geschrieben, dass die Freiheit eine Voraussetzung hat. Und die ist geistig. Die geistige Voraussetzung von Freiheit ist die Wahrheit. So steht es für die Juristen da drin. Unsere Erdenteil am Spiel, ich nicht mehr, nur ich die Definition auswendig werden. Und es wird immer ein Konflikt, sondern es wird immer Reiberei geben bei den Menschen, und die sind nicht böse spielen. Der Freeman geht zurück in ein System, das ist nicht ein System, sondern es ist ein Zivilsystem. Mhm.
immer wieder zu erkennen, dass das alles da drin steht, so wie ich erfunden oder so, sondern das ist die juristische Definition dieses Spiels. Im Anfang ist das Wort. Mhm. Ist ganz wichtig. Das Bilden für jeden Helden, was ist eine zum Beispiel oder Insolvenzplan in der Gesellschaft. Geschlechtliche Voraussetzungen, das ist natürlich philosophisch. Es braucht nicht einen schriftlichen Nachweis für deine Freiheit. Freiheit kann man nicht beweisen. Das steht da drin. Fiktion. Fiktion ist ehrlich. Und eine Fiktion kannst du niemals mit einem Gegenbeweis. Das ist nicht möglich. Du kannst eine Fiktion nicht mit einem Gegenbeweis. Du bist funktionieren. Von einer Fiktion musst du anders umgehen. Die Fiktion braucht in sich selbst haltbare Geltung. Über das, was du sagst. Haltbare Zusatzgeltung. Wenn du sagst, ich bin frei, dann muss das gelten. Und es ist so definiert, dass der Spiel über die Wahrheit geht. Wahrheit ist haltbarer Geltungsausspruch. Das musst du allerdings nicht mehr beeinflussen. Und das wird immer kompliziert. Ich bitte jetzt nicht zu sehr, schaut sich diese Videos auf YouTube an. Mit den Präsentationen, dass man sie viel nachvollziehen kann. Weil es einfach ein bisschen Slalom ist. Auf welchem Kanal, deinem Kanal oder auf meinem Kanal, Grünen in Austria? Ja. Oder Weißen Zufrieden in Austria. Ja. Oder weißenzufrieden.at ist die Homepage. Geistig-sittliche Rechtsverzicht. Steht unter Grünen in Klammer. Der geistig-sittliche Rechtsverzicht. Und zwar, ich habe dafür zwei Definitionen. Die eine Definition heißt Menschenwürde. Bei Menschenwürde steht dabei, dass der Mensch als geistig-sittliches Wesen von Natur darauf angelegt ist, in Freiheit und Selbstbewusstsein sich selbst zu bestimmen und in der Umwelt auch zu wirken. Das wissen die. Die wissen das, dass der Mensch in einer anderen Rolle als in einer Person, nämlich in der Rolle des geistig-sittlichen Wesens, von Natur frei ist. Von einfach selbstbestimmt und frei. Und geistige Sittlichkeit bedeutet die Ausrichtung an gewissen Menschen. Das ist so definiert. Daher kann er so mit dem rechtmäßig in Freiheit, weil ich mit den juristischen Definitionen argumentieren kann. Dieses Buch ist das letzte Buch, was man verbieten kann. Weil da drinnen steht, was verbieten hat. Okay? Super. Okay. Das ist eindeutig definiert. Also Erfahrung vor Gericht oder sowas? Oder gibt es da Erfahrung? Ja, das Problem ist, dass die wenigsten Richter und die wenigsten Anwälte dieses Buch haben. Ich habe schon mit so viel gesprochen, aber die haben es alle nicht. Wenn ich das höre, die kriegen im Laufe des Studiums natürlich diese Wortdefinition mit. Aber summa summarum geht es darum, wie schwierig das für mich ist. Und dass man auch wirklich ein Ego zu halten. Weil es ist, wie wir alle wissen, ein riesengroßer Unterschied, ob du sagst Staatsangehöriger oder Staatszugehöriger. Das ist ein Unterschied. Und das sind die genauen Definitionen. Ja, und der Mensch ist natürlich auch definiert als Verstand und Sprachleben. Okay. Das ist ein riesengroßer Hinweis auf den Ausland. Wenn ich zu diesem Zwecke diese drei Aufsätze da formuliert, diese neue Internet, auf welchem der Folge man sehe, und ich habe sie ja immer wieder in meinen Vorträge, das sollte man einfach mal durchlesen. Der Mensch als geistig-sittliches Wesen ist juristisch frei. Das ist sozusagen die Schachmatterklärung an die Regierenden. Der zweite Aufsatz, der Staat, seine Verwaltung und die Grenzen gegenüber den freien Menschen, erklärt ein bisschen, dass sich der Staatsdiener, der uns versucht zurückzuholen auf Staatsgebiet, strafbar macht. Das kostet nach Völkerrecht nicht unter 5 Jahren Gefängnis. Wenn man jemanden, der sich rechtmäßig in seinem Gebiet aufhält, in ein anderes Gebiet verbringt, in seinem Gebiet, das dürfen die nicht und die sollen das wissen. Und der dritte Aufsatz bringt die Zusammenhänge mit der Kirche ins Spiel. Weil ich habe nun genannt das Untertitel, also Obertitel hat man die absolute Grundlosigkeit wahrer Freiheit. Dass man jetzt ohne Gründe, wir haben keine Gründe der freien Freiheit, dass man ein Seerecht führt. Und der Untertitel lautet, der vernünftige Mensch als selbstidentifizierter Bastard von Vater Staat und Mutter Kirche. Okay. Dieses Konzept gleich verstanden. Also sind jetzt Reste kann man kaufen oder auch unterladen? Nein, kaufen. Also das ist ein was wir ausgedruckt haben. Also welcome to freedom.at ist das. Letzter, also ich freue mich, wenn du das Zeug erfüllst. Ja, klar. So. Ich habe eine Linie, die ich gerne nachdenke. Es gibt ja Menschen, die darüber nachdenken. Die können ruhig sagen, so ein Döpfen, so ein Schwachsinn, das stimmt doch alles nicht. Wenn ich aber so bitte ich ihn, es plausibel und nachvollziehbar zu widerlegen,